Gerade im Alter ist es besonders wichtig, eine Depression früh zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln. Das hat etwas damit zu tun, dass die Faktoren, die eine Depression unter Umständen aufrechterhalten, im Alter deutlich häufiger sind. Das heißt, körperliche Beeinträchtigung, ein vielleicht kleinerer Bekanntenkreis, weniger Möglichkeiten, sozusagen ein kleineres soziales Netz, das ist etwas, was im Alter häufiger ist und dazu führt, dass Menschen, die depressiv sind, genau das, was sie gerade noch haben, schneller verlieren und dann auch vielleicht gar nicht mehr wieder zurückgewinnen können. Früherkennung bei Depressionen im Alter ist deshalb sehr wichtig, weil viele Symptome der Depression im Alter dem Alter zugeschrieben werden und nicht als Krankheit erkannt werden. Also man findet weniger als in anderen Altersgruppen an Klagen über eine depressive Verstimmung, Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit, sondern deutlich häufiger in Klagen über körperliche Beschwerden. Mir tut der Rücken weh, ich habe so einen Druck auf der Brust, ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, es macht mir keinen Spaß mehr, die Zeitung zu lesen am Morgen. Das sind alles Phänomene, die auch auf eine Depression hinweisen können und wo man eben tatsächlich nachfragen muss, ob es sich nicht doch um eine Depression handelt. Eine wichtige Folge ist aber auch, und eine Gefahr, die man abwenden muss, ist der Suizid. Im Alter haben wir deutlich weniger Suizidversuche und dafür mehr sogenannte erfolgreiche Suizide. Das zweite wichtige Problem ist, dass die älteren Menschen häufig selber denken, dass das normal sei. Das heißt, die Vorstellung davon, dass Rückzug, Interesseverlust, Antriebslosigkeit normal sei, die ist noch sehr, sehr verbreitet und behindert auch, dass ältere Menschen in Behandlung kommen. Natürlich gibt es immer mehr Erfahrungen und Erlebnisse, die einen dazu veranlassen könnten, traurig zu sein. Zum Beispiel ist man vielleicht nicht mehr so beweglich, hat körperliche Beeinträchtigungen, hat mehr mit Todeserfahrungen zu tun. Dennoch ist es so, dass in der Regel von gesunden alten Menschen ohne eine Depression bestanden wird. Trauer ist etwas Normales, Depression nicht. Das muss getrennt werden. Therapie im Alter unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der Therapie mit Jüngeren. Es ist lediglich so, dass im Alter andere Behandlungsschwerpunkte da sind, beispielsweise Verluste, Auseinandersetzung mit der Endlichkeit und körperliche Einschränkungen, manchmal auch Einsamkeit. Viele ältere Menschen ziehen sich selber zurück und sagen, das ist für mich nicht mehr nötig und das doch für die Enkel und Ähnliches. Das heißt, treten ihre Interessen ab. Aber für ihre eigene Gesundheit finde ich es wichtig, dass sie auch ein Stück für sich etwas sich trauen einzufordern. Man hat nämlich zeigen können, dass die Psychotherapie gerade auch in höherem Lebensalter durchaus nicht länger braucht und also vielleicht sogar weniger lang braucht als bei Jüngeren und dann auch sehr wirksam ist.